Also das erste Thema ist sicher die Arbeitssicherheitsbelastungen, die Steuerbelastung und auch die ganze bürokratische Belastung. Von mir aus gesehen müssen da Akzente gesetzt werden, dass die für die Betriebe die Belastungen einfach annehmen. Zweiter Punkt, was wichtig ist, ist einfach die duale Ausbildung, ist, dass man mehr in die Richtung geht, die duale Ausbildung zu fördern, um eben in Zukunft die Fachkräfte zu heben. Weil jetzt geht die Tendenz eher zur höheren Ausbildung. Es wäre halt schöner, feiner, wenn mehr Fachkräfte sind. Und das dritte Thema, dass es für die Betriebe viel leichter möglich ist, einheimische Produkte zu nutzen. Zum Beispiel mit einem einheimischen Holz haben wir mit der Zertifizierung ein ziemlich großes Problem. Für mich war wichtig, dass einfach die Schüler mehr Praktika machen, um eben in die praktischen Berufe näher zu kommen. Und die Arbeitssicherheitsgesetze und die Jugendschutzgesetze sollen so angepasst werden, dass es auch möglich ist, einen Lehrbuch oder eine Lehrmädel im Betrieb einzustellen. Was wir heute schon tun in unserem Betrieb, wir beraten die Kundschaft so, dass sie eher auf ökologische Materialien gehen und auf Materialien gehen, die danach können wiederverwertet werden.